Und wir wollen Sie alle einzeln nacheinander mit einem donnernden Applaus hier zu uns auf die Bühne holen. Und es geht los mit Deutschlands wahrem Rekordmeister mit 12 Schalen, 11 davon in Serie, der zweimalige Triple-Gewinner Thomas Müller. Hi. Letzter DDR-Meister vor der Wiedervereinigung mit Dynamo Dresden, deutscher Meister mit dem BVB, VfB als Spieler und bis heute jüngster Meistertrainer der Bundesliga, Matthias Sommer. Mit 24 erstmals Meister mit den Bayern und mit 39 zum letzten Mal. Unser Weltmeisterkapitän von 1990, Lothar Matthäus. Vor 40 Jahren machte ihn ein Tor gegen Juve unsterblich. Als einziger Bundesliga-Trainer schaffte er zweimal hintereinander das Double. Hier ist der Felix Magath. Hallo. Herr Magath, herzlichen Glückwunsch. Ja, der einzige Bundesligaspieler, der zweimal hintereinander Europas Fußballer des Jahres wurde und schließlich der erste 10 Millionen Mark Transfer der Bundesliga-Geschichte wurde. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, Karl-Heinz Rummenigge. Und ich sag nur, der Rekordtorschütze der Bundesliga, 41 Tore, Robert Lewandowski. Hallo. Robert, herzlichen Glückwunsch. Ja, was für ein Bild. Hat man so noch nie gesehen. Ganz besonderer Moment in der Sportbild Award Geschichte. Und das Tolle ist, nicht nur die Bundesliga, jetzt werden alle Handys gezückt, nicht nur die Bundesliga wird 60 und hat Geburtstag, sondern auch Robert Lewandowski feiert heute seinen 35. Geburtstag mit uns hier in der Fisch-Auktionshalle. Da wollen wir alle singen. Wir müssen singen. Den größten Chor aller Zeiten. Lasst uns nicht im Stich. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Leva, happy birthday to you. Also bei The Voice of Germany hätten sich jetzt garantiert alle Stühle umgedreht. Alles Gute, 35. Happy birthday. Und es ist fast zu kitschig, aber wir haben gerade erfahren, das vierte Kind von Harry Kane ist auch geboren worden. In München oder in England? Wir hoffen auf München, weil das gibt ja vielleicht dort eine Perspektive in 17, 18 Jahren. Also auch herzlicher Glückwunsch an Familie Kane. Noch ein Baby da. Und diejenigen, die ganz genau aufgepasst haben, denen ist natürlich auch aufgefallen, dass einer fehlt. 7 wurden ausgezeichnet. Wolfgang Overath sollte eigentlich auch hier sein. Er wollte auch, aber mit seinen 79 Jahren kann er es nicht lassen. Er wollte Fußball spielen und hat sich verletzt. Und er hat trotzdem natürlich eine kleine Botschaft für uns, hinter uns. Liebe Grüße nach Hamburg an alle Gäste und die Sportbild-Redaktion. Hätte sehr gerne heute in Hamburg diese Auszeichnung entgegengenommen. Bin aber leider zu alt, weil ich zu viel trainiert habe. Habe mich übernommen, habe einen leichten Bandscheibenvorfall letzte Woche mir geholt am Donnerstag und eine Verletzung am Bein. Es tut mir sehr, sehr leid, ich wäre furchtbar gerne gekommen, aber ich glaube, dass es besser so ist. Wünsche der Veranstaltung einen wunderbaren Verlauf, Grüße an alle und hoffe, dass wir uns bald irgendwann wiedersehen. Vielen Dank. Wolfgang Overath, herzliche Genesungsgrüße
nach Köln. Ja, wenn wir jetzt hier schon die geballteste Fußballkompetenz aller Zeiten gemeinsam auf der Bühne versammelt haben, haben wir gedacht, ganz am Ende klären wir einmal... Thomas, was wolltest du beitragen? Er hat einen guten Ansatz, lass uns teilhaben. Wollen wir einmal per Handzeichen die fünf entscheidenden Fragen des Weltfußballs klären, meine Herren. Also, wer ist größer, Messi oder Ronaldo? Wer ist für Messi, bitte Handzeichen? Größer als Zentimeter. Wer war erster? Als Sportler, Messi, wer war erster? Messi oder Ronaldo? Also Messi war gerade Abteilung hier. Es waren eigentlich, glaube ich, alle Messi gerade. Keiner bei Ronaldo, okay. Nein. Du musst noch fragen. Ja. Bei Ronaldo mache ich auch so. Oh, bei beiden. Der alte Diplomat. Es verbietet sich, zwei Superstars zu unterscheiden. Sie haben beide den Fußball geprägt und der Respekt sollte nicht sein, dass einer größer ist als der andere. Sie sind beide super. Bravo. Großartige Fußballer. Genau wie Sie alle hier. Die schnelle Kane-Frage. Wer kann verstehen, dass die Bayern 100 Millionen bezahlt haben? Der Rummeniger. Vollste Überzeugung. Bei Lothar bleibt die Hand unten? Oben. Alle oben. Großer Befürworter, dass er da ist. Wer glaubt, mal sehen, welche Hände jetzt hochgehen, wer glaubt, dass wir 2024 Europameister werden? Oh. Thomas Müller? Also, du hast ja gefragt, ob ich es glaube. Ja. Ich hoffe es, aber wir stehen aktuell nicht in der Pole Position, sagen wir mal so. Schön zusammengefasst. Vorletzte Frage. Wer glaubt, dass Bayern nicht Meister 2024 wird? Ah. Herr Sammer, wollen Sie es kurz ausführen? Glaubst du es oder hoffst du es? Nichts von beiden, aber es war logisch. Ja, ich glaube oder hoffe, spielt ja gar keine Rolle. Borussia Dortmund muss ihren eigenen Weg gehen. Und was die anderen machen, ist egal. Und ich denke dann mal, dass es auch langen könnte, mal ganz oben zu sein. Und dementsprechend entschuldige ich mich nicht, dass ich den Arm gehoben habe. Das ist völlig in Ordnung. Und die letzte Frage beschäftigt sich mit unserem Gast und Preisträger Thomas Müller. Wer glaubt, dass er 2024 seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nochmal dort wird verlängern? Also ich weiß es ja selber noch nicht. Ich bin ja in der Gruppe Sie? Dabei und lass mich bestechen. Ne? Ich glaube. Robert, ja, ihr müsst kein Mitleidsvoting hier machen. Ne? Alles gut, alles gut. Das war die Mehrheit. Das kriegen wir schon hin. Thomas, du bist hier der Jüngste im Bunde. Also das kam wahrscheinlich auch schon länger nicht mehr vor. Der Jüngste im Bunde. Ich meine in deiner Mannschaft. Nee, alles gut, alles gut. Ich darf das sagen, ich bin älter als du, das ist alles gut. Alles darf jeder hier alles sagen, also wir sind ja... Wann ist dir bewusst geworden, als junger Spieler, noch nicht Profi, dass dein Chef ein richtig guter Fußballer war? Nee, grundsätzlich muss ich sagen, also ich bin mir natürlich meiner Rolle auch bewusst. Aber vorhin wurde ich gefragt, was denn 60 Jahre Bundesliga für mich bedeuten. Und ja, seit ich, sagen wir mal, 6, 7 alte Jahre war und das realisiert habe, was Fußball ist, was das im Fernsehen bedeutet, was das in meiner Familie bedeutet und ich die letzten 30 Jahre, also nicht ganz, wenn man diese 6, 7 Jahre abzieht, erleben durfte mit der Bundesliga, dann ist es natürlich unglaublich, welche Leute hier heute neben mir stehen. Und einen ähnlichen Award in der Hand haben wie ich und dementsprechend bin ich sehr stolz. Wer von denen hier hat dich am meisten inspiriert? Ja, wir haben doch gerade gelernt, man kann doch die Legenden da nicht. Also am meisten inspiriert. Du bist doch der nein, ich bin kein Diplomat, ja. Also inspiriert hat mich am meisten tatsächlich Giovanni Elber beim FC Bayern, weil der einfach diesen Spaß am Fußball hatte und wenn man ein Kind ist, dann liebt man ja die Tore schießen und vor allem auch die, die nicht nur Tore schießen, sondern die auch ein bisschen extra was machen. Und als der sich in diesem Bayern-Emblem da eingerollt hat, bei seinem Torjubel, das war für uns das Größte. Also da konnte auch der Patrick Andersson nicht mithalten mit seinem 0815, der geht ja niemals durch die Mauer, Tor. Oder so.
nicht weit entfernt hier in Hamburg damals gewesen. Herr Rummenigge, Sie haben von 1974 bis 2023 die unterschiedlichsten Dinge in der Bundesliga erlebt. Fangen wir einmal noch mit der Neuzeit an. War der Kane-Transfer die schwierigste Operation in Ihrer Zeit als Präsidiumsmitglied, Vorstand, jetzt ja eher Transferberater, wie wir es nennen wollen? Das war ein schwieriger, aber auch langfristiger Transfer, muss ich sagen. Aber Robert steht ja gerade neben mir. Da haben wir anderthalb Jahre gebraucht, Jan, oder? Kann ich mich erinnern, bis wir ihn endgültig überzeugt hatten. Und dann haben wir ihn am 2. Januar 2014 nach München bestellt. Dann ist er auch mit der ganzen Familie gekommen, hat seinen Vertrag unterschrieben. Übrigens der einzige Spieler, der seinen 35 Seiten langen Vertrag jemals selbst durchgelesen hat. Also das werde ich nie vergessen, weil er saß da locker 3 Stunden, hat den ganzen Vertrag durchgelesen und erst dann unterschrieben. Ich glaube nicht aus Misstrauen, weil er endlich mal wissen wollte, was seine Berater da überhaupt verhandelt haben. Aber das war ja. Hat er dann die Zeile mit dem Dienstauto zum Trainingsgelände kommen? Hat er das überlesen? Nein. Robert war ein wichtiger Transfer. Wir haben viele wichtige Transfer gehabt. Manuel Neuer, Thomas war ja ein Eigengewächs, aber Robert war auch ein ganz, ganz wichtiger. Und jetzt Harry ist auch für uns ein ganz wichtiger Transfer, weil wir, ich glaube, mehrere Fliegen mit einer Klappe bei ihm schlagen. Erstmal, er ist ein super Mittelstürmer mit den Toren. Und zweitens, wir haben beim FC Bayern in den letzten 2 Jahren ein bisschen die Hierarchie verloren. Und ich glaube, Harry wird dazu beitragen, dass die Hierarchie schnell zurückkommt und dass wir dann ein paar wenige Häuptlinge, aber auch einige Indianer haben, die vorher geglaubt haben, vielleicht, dass sie Häuptling sind. Shots fired. Und das Mikro automatisch an Thomas Müller. Kann man schon so sehen. Wollen Sie das weiter ausführen? Bitte? Wollen Sie das weiter ausführen? Mit war wunderbar. Indianern, die denken, sie sind Häuptlinge. Ich glaube, Sie waren nicht gemeint. Unabhängig davon, alles gut. Ja, also ich vergesse manchmal, dass wir hier in einer sehr öffentlichen Runde sind. Ach. Und die Sportbild ist ja normalerweise auch nicht dafür bekannt, sagen wir mal, für Frieden unter der Fußballgesellschaft zu sorgen. Ich bedanke mich natürlich trotzdem für den Preis. Ja, also toll. Von Herzen, oder? Herr Rummenigge, eine Frage noch. Die 80er Jahre haben Sie mal beschrieben als die besten, die Sie überhaupt hatten in Ihrem Leben. Und das nicht nur auf die Bundesliga bezogen, sondern auch auf den Lifestyle in Deutschland. Was packt Sie an den 80ern so? Ja, ich glaube, erstmal hat der Lifestyle war besser als heute. Die ganze Welt ging etwas liberaler zu. Die Musik war besser, muss ich auch sagen, weil jeder erinnert sich an diese Soul-Musik. Die ist bis heute ja noch, ich komme ja gerade aus Sylt, die läuft da jeden Abend noch. Und ich finde, es war mehr Zufriedenheit in unserem Volk auch und nicht so viel Neid. Und das spürt man ja neuerdings auch ein bisschen im Fußball. Und ich würde mir ein bisschen mehr Freude wieder wünschen in unserer Gesellschaft, aber auch im Fußball hin und wieder. Matthias Sammer, warum ist der Spieler Matthias Sammer nie beim FC Bayern gelandet? Hat nicht gepasst. Hat einfach nicht gepasst. Und ich war natürlich gut aufgehoben in Schwarz-Gelb. Da bin ich geboren. Und dementsprechend ging das dann weiter mit Dortmund. Und wir waren ja auch in der Zeit nicht ganz unerfolgreich national und international. Aber ich möchte trotzdem noch eins sagen. Wir stehen stellvertretend hier, ne? Es sind ein paar, die eigentlich vielleicht hier auch stehen könnten. Ne? Franz Beckenbauer, muss man sagen. Aber selbst Katsche Schwarzenberg, die haben alles gewonnen. Es gibt so viele Superstars in der Bundesliga. Und dass wir hier stehen dürfen, nehmen wir nicht objektiv, sondern subjektiv und grüßen alle anderen, weil sie haben noch mehr verdient. Und wir sind sehr dankbar, dass ihr alle hier seid. Bravo. Felix Magath, Sie haben 8 Bundesliga-Vereine trainiert. Was ist Ihre schönste... Nur? Nur, ich meine, wir sind ja noch nicht zu Ende. Aber was war Ihre schönste Erinnerung?
Also es gibt noch nicht zu Ende. Noch nicht. Da kommt noch vielleicht was. Es gibt nicht die schönste Erinnerung. Dafür war einfach das Leben als Fußballspieler viel zu voll. Und ich habe immer gesagt, ich kann nicht verlieren und ich hasse es zu verlieren. Und trotzdem sind aber auch die Finalspiele, die wir zum Beispiel 82 und 86 verloren haben, Höhepunkte in meinem Leben gewesen. Egal, ob du am Ende dann bei so einem Finale als Sieger oder als Verlierer vom Platz gehst. Du musst erstmal, ein Finale ist etwas Besonderes. Das erreicht man nicht jedes Jahr. Und insofern habe ich so viele schöne Momente gehabt, die kann ich gar nicht alle zählen. Und die schönen Momente können ja weitergehen. Hat Hertha schon angerufen? Die Hertha hat aktuell noch nicht angerufen. Sie zieren sich noch ein bisschen. Lothar, du als TV-Experte, da sehen wir dich immer verdammt gerne. Was würdest du sagen? Also hätte ein Mittelfeld mit Sammer, Magath, Matthäus, Müller und vorne dann Rummenigge und Lewandowski eine gute Chance? Alles gute Spieler gewesen. Gute. Ja, einige sind noch sehr gut, ja. Aber ich glaube, zu viele Köche verderben den Brei. Und dann will keiner mehr diese Arbeit machen, die wir ja auch. Und ich trainiere eine Jugendmannschaft. Ich habe lauter Offensivspieler in der Mannschaft. Ich habe keine Defensivspieler. Und da musst du umgeschult werden. Also das ist schon so, dass eine Mannschaft so zusammengesetzt werden muss, dass auf jeder Position einer eine Verantwortung hat für seine Aufgabe. Und diese Mannschaft scheint mir ein bisschen offensiv ausgestattet zu sein, hier, die auf der Bühne steht. Aber ich glaube, wenn ihr drei lauft und wir drei vorne sind, reicht's. Welche drei? Ihr drei rechts? Wir drei vorne. Ja. Der Felix, den habe ich mit 86 schon den Rücken freigehalten. Nach vorne ist er viel gelaufen. Es scheint um die Fußball-WM. Aber 80 ist er mir noch hinterher gelaufen. Ja, der Abend der guten Stimmung. Mal sehen, ob das so bleibt. Robert Lewandowski. Haben Sie Sorge, dass Kane Ihre 41 Tore knackt? Die Frage musste kommen, sorry. Ich bin ein Jahr weg von Bundesliga und immer noch, wir sprechen über die Stürmer und deswegen wahrscheinlich kostet Harry Kane ein bisschen Geld, aber das freut mich, dass Bayern München heute einen Top-Spieler, das ist nicht nur für Bayern München, aber für die ganze Bundesliga ein großer Name und er zeigt bestimmt seine Performance, seine besten Skills. Von zweiter Seite, er braucht Zeit, weil Bundesliga ist keine einfache League. Das braucht man auch Zeit zu adaptieren, aber bestimmt, dass er kann helfen, nicht nur die Tore schießen, aber auch mit seiner Spielweise, seine Bewegung mit, ohne Ball, das ist auch wichtig für so eine Mannschaft wie bei München. Und ja, klar, das, was ich erlebt habe, nicht nur gewonnen haben, das für mich ist eine große Ehre, auch hier zu sein, mit seinem großen Namen, das freut mich sehr und ich bin wirklich sehr stolz. Und wir sind sehr stolz, dass Sie den Weg aus Barcelona heute auf sich genommen haben, an Ihrem Geburtstag. Morgen habe ich frei. Ja, genau. Okay. Sie haben letztendlich mit drei großen Vereinen jetzt Meisterschaften gewonnen. Da war erst der Borsigplatz, dann der Marienplatz und jetzt Barcelona. Wo war es am schönsten vom Feiern her? Ja, bei Dortmund, ich habe 4 Jahre gespielt, 2-mal Deutscher Meister gewonnen, das ist immer der erste Meister, ist immer besonders, aber dann 8 Jahre bei Bayern München, 8 Deutscher Meistern, jetzt erstes Jahr mit Barcelona auch, das, für mich jeder erste Titel ist immer besonders mit neuen Verein, das, manchmal ist das Schwierigste, wenn dann später, manchmal, wenn läuft, dann läuft's, ich hoffe, gut und noch besser, aber ist immer, kannst du nicht vergleichen, das ist immer in jedem Verein, in jedem Land ist ein bisschen was anderes und ich freue mich sehr, dass ich konnte so viele Titel gewonnen und habe Chance auf nächste Titel, auch wir haben jetzt neue Spieler, das, ich hoffe, das hilft uns sehr in der Mannschaft und das, ja, das ist, ich habe immer am Fußball gedacht, dass die Fußballleben ist ein Teil vom ganzen Leben und alles, was ich jetzt erlebt habe, das auch bleibt mit mir und ich denke, wenn ich nach hinten schaue, dass mit Thomas Müller zum Beispiel so viele Jahre zusammengespielt haben und so viele Vorlage oder Gegenseite genauso, dass die sind die Sache, wo bleibt mit mir für immer und das im Fußball kann man nicht vergessen, dass wir sind auch die Menschen und wir leben auch an Fußball und wir machen, was wir erleben, das ist auch das Wichtige. Bravo, sagt Karl-Heinz Rummenigge. Herr Müller, wie war das mit dem Lewandowski, 8 Jahre? Wie war er so? Ja, also hinten raus super gut.
Die letzten 5 Jahre super gut. Am Anfang musste erstmal natürlich klarkommen, wenn Frank Ribéry und Arjen Robben die Szene in München beherrschen. Und die sind ja schon sehr ballverliebt. Vor allem der Arjen sucht natürlich auch selbst auch gerne mal den Abschluss, was für uns auch ganz oft sehr gut ausging. Aber wenn du Stürmer bist, Mittelstürmer, Robert Lewandowski bist und der Arjen Robben hat einen Ball, dann hast du vielleicht auch am Anfang das Gefühl, ja, er spielt den aber gar nicht. Und deswegen hat er schon 1-2 Jahre, glaube ich, gebraucht, um ganz anzukommen. Aber ich glaube, gerade dann in der Konstellation, klar, nach Titeln ist immer einfach zu sprechen, aber man hat es ja auch an den Zahlen von Lever gemerkt, als unser Spiel dann schon auch auf ihn zugeschnitten war, hat es natürlich noch besser funktioniert. Und ich glaube, dann hat man die ganze Spielfreude gesehen und ja. Das ist so ein bisschen Teil der wahren Geschichte. Also es ist in der Rückschau immer alles ganz positiv, aber jeder muss auch erstmal bei einem neuen Verein, gerade bei einem Verein wie unserem da, auch ankommen. Aber ja, die Zahlen, die waren natürlich dann unglaublich. Aber eben nicht nur die Zahlen, sondern auch dann das Zusammenspiel, gerade für mich persönlich war es eben die, ich weiß nicht, ob die letzten 3 oder 4 Jahren, das Zusammenspiel einfach ein Genuss, weil da haben wir beide dann gemerkt, dass wir gar nicht viel kommunizieren müssen, um trotzdem zu wissen, was der andere vorhat. Und wenn du das hast, das beobachten zum Beispiel Fülle und Duxi, wenn du einfach weißt, was der andere will, dann macht Spaß. Und so war das dann bei uns. Wenn wir jetzt 70 Jahre Bundesliga feiern, also in 10 Jahren, wer wird eurer Meinung nach das nächste Jahrzehnt dominieren? Frage an alle. Gibt es da schon jemanden, der so ins Auge sticht? Lothar? Ja, ich bin Musiala-Fan, muss ich offen gestehen. Nicht nur ich, mein Sohn auch. Und es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Ja, mit seinen Dribblings, mit seiner Wendigkeit. Im Abschluss muss er sich noch ein bisschen verbessern. Er arbeitet sich sehr viele Chancen, trifft meistens im Pfosten, wie wir bei der Weltmeisterschaft 3-4 Mal erlebt haben. Knapp gehen sie vorbei, bei Messi gehen sie halt rein. Und das ist dann noch der feine Unterschied, den ein guter und Weltklasse-Spieler ausmacht. Aber ich traue Musiala eine ganz große Karriere zu. Also zunächst hoffe ich mal, dass es kein Trostpreis wird. Wir müssen schon ein paar Dinge verbessern und dementsprechend haben wir aber genug gute Spieler. Wir müssen das nur ein bisschen besser bündeln, in meinen Augen, zusammenführen. Thomas hat gerade was gesagt in Verbindung auch zu Levi, dass sich gute Persönlichkeiten auch finden, dass man das auch spüren muss und dann muss man so auftreten und dann können wir wieder was gewinnen. Und in der Regel, wenn du was gewinnst, ist es auch relativ leicht, jemanden rauszunehmen, der dann eine Ehrung bekommt. Und deshalb also erstmal wieder was gewinnen und dann komme ich nochmal zurück und sage Ihnen, wer es wird. Das machen wir genauso. So, jetzt sind wir am Ende der Ehrung. Sie bekommen nachher alle unser wunderbares Sportbildbuch, was übrigens keinerlei Gemeinheiten enthält, Thomas Müller, sondern nur Frieden. Für den Frieden in der Fußballwelt seinen wertvollen Beitrag leistet. Würde ich Ihnen schon mal geben, Robert Lewandowski, dann können Sie es auf jeden Fall mit nach Barcelona nehmen. Alle anderen kriegen es nachher auch nochmal. Und wir würden jetzt gerne die Gelegenheit nutzen, wo wir Sie alle hier so zusammen haben, direkt ein schönes Gruppenfoto hier vorne von Ihnen, wenn Sie nochmal schön nach vorne gehen. Und wenn das ein oder andere Handy dabei auch hochgeht, ist das völlig okay. Unsere 60 Jahre Bundesliga-Legenden, nochmal großartigen Applaus. Da können die Mannschaftsfotos, so macht man das. Lothar hat gerade gesagt, vielen, die einzigen Dank. Beiden, die noch fliegen können. Ich glaube, das kannst du auch noch, oder? Danke fürs Kommen. Das geht noch. Ja, dann sagen wir nochmal bitte einen riesengroßen Applaus für 60 Jahre Bundesliga. Okay. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. So, großes. Und ungewöhnliche Erfolge, ungewöhnliche Maßnahmen. Der Thomas redet die ganze Zeit. Hat er das Mikro mitgenommen? Nee, sonst macht er noch die ganze Zeit mit. Ah, liegen alle da? Ja.